Eine Paradeissuppe mit frischen Paradeiser. Wenn man das macht, seht ihr jetzt. Als erstes einmal gleich zur Aufklärung, was ist ein Paradeis? Paradeis ist eine Tomate. In den meisten Teilen Österreichs nennt man das Paradeiser. Und ich muss sagen, meine, wenn ihr euch die genau anschaut, die schauen ein bisschen verwortakelt aus. Das heißt, sie sind ein bisschen angeknabbert von Insekten, von Schnecken, was mich persönlich nicht stört. Es sind nämlich meine aus dem Garten. Ich verwende kein Schädlingsbekämpfungsmittel, deswegen ist das so und das stört mich nicht wirklich. Dafür ist es halt wirklich bio. Gut, gleich vorweg, die Paradeissuppe, die typisch pannonische Paradeissuppe, ist keine italienische. Ich verwende hierzu keinen Oregano, keinen Basilikum. Ihr werdet sehen, sie ist ein bisschen anders und schmeckt ein bisschen anders, aber sehr gut. Gut, wie gesagt, wir brauchen die Paradeiser. Dann brauchen wir Zwiebeln, Knoblauch und dann kommt ein Majoran rein, Pfeffer, gehackte Petersilie, Salz. Es kommt ein Gemüsefond rein. Und für das Ganze zum Dünsten nehme ich herkömmliches Öl. Ihr kennt Olivenöl, Sonnenblumen, was ihr wollt, könnt ihr reinnehmen. Danach, damit die Suppe ein bisschen an Stärke gewinnt, damit man sie damit auch anessen kann, machen wir Nockerln rein. Dafür brauchen wir Eier, Mehl und ein bisschen Salz. Das war's gewesen und wir können anfangen. Als erstes werden wir jetzt unsere Paradeiser vorbereiten. Das heißt, ich werde es einmal blanchieren und vorher schneide ich alles, was ich vorher erwähnt habe, was mir nicht drauf gefällt, schneide ich einfach weg. Den Strunk so und so, den schneide ich so und so immer weg. Es heißt zwar, dass er giftig ist, alles Grüne an der Paradeis, das stimmt schon, aber ich glaube, die Menge macht es aus. Also wenn da ein bisschen was drauf ist vom Grünen, wird es wahrscheinlich nicht wirklich eine Auswirkung auf die Gesundheit haben. Wie gesagt, ich schneide jetzt einmal alles weg. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Alles, was mir nicht gefällt, überall, wo die Schnecken anbissen haben und die anderen Insekten. Es ist nämlich schade darum, weil manche Leute schmeißen solche ganze Paradeiser weg. Ich persönlich finde, das ist schade, weil wenn man das anschaut, das ist alles noch gut, was da drauf ist. Und Schnecken sind nicht giftig. Gut, das wär's. Wir sehen uns gleich, wenn ich da einmal alle durchgeschnitten habe, dann geht's weiter. Die letzte Paradeis habe ich jetzt auch befreit von ihrem Makel. Jetzt müssen wir die Haut runterkriegen von diesen Paradeisern. Wie machen wir das? Wir müssen es blanchieren. Das heißt, wir geben es für kurze Zeit ins heiße Wasser. Ich habe mir da schon ein kochendes Wasser vorbereitet. Leg sie hier hinein für 2 Minuten, 3 Minuten reicht vollkommen, nur dass sie außen die Haut löst. Und das machen wir und dann geht es gleich weiter, weil dann werden sie mit kaltem Wasser abgeschreckt und dann kann man die Haut super runternehmen. Die Paradeis sind jetzt abgeschreckt, das Wasser ist kalt. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir hergehen, damit ihr es genau seht. Das geht ganz super runter. Wenn man die 3 Minuten in kochendem Wasser hat, kann man die ganz, ganz toll abschälen, diese Paradeis. Und ihr seht es auch, das sind halt dadurch, dass das ganz verschiedene Sorten sind. Die hier zum Beispiel ist ja ganz eine klassische, die lässt sich ganz locker schälen. Und dann gibt es wieder welche, die haben ganz viele Falten. Macht nichts, muss man dran herumklätzeln. Ich glaube, es ist es wert. Ja, und das mache ich jetzt. Und wenn ich dann fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. Die Paradeiser sind jetzt abgeschält. So schaut es dann aus. Als nächstes gehen wir jetzt her und werden die Zwiebeln dünsten. Die Zwiebeln und den Knoblauch. Ich habe diesen Topf, den ich vorher gehabt habe, zum Paradeis blanchieren, gleich wieder verwendet. Ich habe den einfach ausgewaschen mit Wasser und ganz einfach abgetrocknet. So, jetzt einmal das Öl heiß machen und da werden wir jetzt die Zwiebeln drin dünsten und die sollen schön weich werden. Was jetzt nicht heißt, die sollen nicht braun werden, sie sollen wirklich nur weich gedünstet sein. Ich finde, sonst haben sie zu stark, sonst haben sie einen zu starken Geschmack und das habe ich nicht so gern und das machen wir jetzt einmal. Wir lassen sie jetzt einfach dünsten da drinnen und in der Zeit schneiden wir die Paradeiser zusammen. Die sind ja jetzt einfach nur geschält. Wenn da eine Schale oben ist,
manchmal passiert es. Und dann machen wir einfach so kleine Stücke. Warum? Das muss man nicht ganz, ganz fein schneiden. Sie zerkochen sie eh da drinnen jetzt. Das wird ganz zerkocht werden. So. Und in ein paar Minuten ist das da drüben, die Zwiebeln auch fertig. Und dann können wir das schon auch reingeben. So, nachdem die Paradeis alle zusammengeschnitten sind, nehme ich mir so eine Teigkarte und gebe das einfach wieder zurück. So schaut das ganz gut aus. Unsere Zwiebeln schauen auch schön fein aus. Wie gesagt, sie sollen nicht braun werden, sondern nur glasig sein. Und jetzt können wir den Ofen wieder stärker aufdrehen und geben die ganze Paradeis, die geschnittenen, da rein. So. Und das Ganze muss jetzt ordentlich aufkochen da drin. Das heißt, diese Zwiebeln, Knoblauch, Paradeis, die müssen Sie da drinnen jetzt wirklich verkochen. Das muss eine wirkliche Flüssigkeit da drinnen werden. Was wir aber noch vorher machen, wir geben natürlich die Gewürze rein, das Salz, den Majoran und den Pfeffer. Das werden wir jetzt noch einmal gut verrühren. Jetzt kommt das große Warten. Jetzt kommt der Deckel drauf, der ist da. Und jetzt lassen wir es kochen. Zuerst lasse ich es aufkochen und dann bei kleiner Flamme einfach leicht köcheln. Circa 40 Minuten, 40, 45 Minuten. Es soll wirklich das Fleisch der Paradeiser da drinnen zerkocht sein. Dann sehen wir uns wieder. Die Suppe hat jetzt 45 Minuten gekocht. Sie schaut herrlich aus. Man schaut, diese Zwiebeln und diese Paradeis haben sie super gebunden. Genauso muss das ausschauen. Und jetzt gehen wir her, drehen jetzt den Ofen voll auf und geben den Gemüsefond rein. Das kocht jetzt natürlich ganz narrisch. Und jetzt dieser Gemüsefond dazu und das lassen wir jetzt nochmal aufkochen. Aber in dieser Zeit, ups, ich habe eins vergessen, die Petersilie, jetzt kommt sie rein. Die frische Petersilie gebe ich bewusst erst am Ende rein, damit sie sich nicht verkocht, damit dieser Biss von dieser Petersilie da drinnen bleibt. Das gebe ich jetzt auch noch da rein und jetzt lassen wir es kurz einmal aufkochen, das Ganze, damit sie sich mit dieser Suppen, mit diesen Suppenfond mischen kann. Und dann werden wir es noch mit dem Pürierstab pürieren. Aber was machen wir inzwischen? Wir haben ja gesagt, wir werden Nockerln reingeben. Wir werden die Nockerln inzwischen machen. Dafür habe ich gesagt, brauche ich die Eier, das Ei und das Mehl. Das Ei schlage ich einmal rein. Dann nehme ich eine kleine Prise Salz, das gebe ich dazu und werde das jetzt einmal vermischen. Das wird jetzt natürlich ein etwas dickerer Teig. Ihr könnt jetzt hergehen und einfach einen Schuss Wasser dazugeben, dass das eben so ein richtiger Nockerlteig wird. Das soll am Ende einfach so ein weicher Nockerlteig sein. So ist es gut, wenn ihr seht, das soll einfach so ein ganz ein weicher Teig sein. So soll es sein. Das legen wir jetzt einmal zur Seite. Schaut ganz gut aus, genauso habe ich es gern. Was wir jetzt noch machen müssen, wie gesagt, ist das Pürieren. Den Ofen können wir abdrehen und jetzt kommt der Pürierstab zum Einsatz. Das lege ich da her, den habe ich mir da schon hergerichtet und los geht's. Die Suppe ist püriert, schaut ganz toll aus, der Geruch ist wirklich bestechend, Wahnsinn, ein Wahnsinn. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Ofen, jetzt müssen wir wieder einschalten und jetzt machen wir die Nockerln rein. Jetzt nehmen wir unseren Teig, den wir vorher gemacht haben und dann gehe ich her, nehme ein bisschen Wasser, tunk da einen Löffel rein. Und kann da einfach
kleine Nockerln ausstechen. Seht, dann tunke ich immer wieder ein. Das mache ich deswegen, damit es später nicht auf dem Löffel picken bleibt, der rohe Teig. Und so geht es dahin. Wenn ich so fertig bin, sehen wir uns wieder. 5 Minuten sind vorbei. Wir können den Ofen abdrehen und schauen einmal, wie sich unsere Paradeissuppe entwickelt hat. Der Geruch ist ein Wahnsinn. Es ist so herrlich, dieses leicht säuerliche von diesen frischen Paradeisern. Einfach herrlich. Jetzt schauen wir mal rein, die Nockerln sind, ja, die sind genauso, wie ich es haben will. Genauso soll es sein. Löffelgroße Nockerln, mit denen kann man sie auch anessen. Ja, das wäre es gewesen. Die Paradeissuppe, die pannonische, ist fertig. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, wie ich das vorher erwähnt habe. Ich verwende kein Paradeismark, nicht die Dosenparadeiser. Wozu? Mehr Paradeiser geht da nicht mehr rein. Es ist alles, was man haben kann an Paradeissuppen. Und deswegen wird es euch aufgefallen sein bei meinen Videos, ich neige dazu, eher minimalistisch zu arbeiten und eben nicht mit zig verschiedenen Zutaten, die meiner Meinung nach übertrieben sind, da reinzugeben. Es schmeckt einfach so auch ganz gut, finde ich, das nur nebenbei erwähnt. Was jetzt natürlich noch hergehört, das gehört gekostet. Jetzt werden wir einmal kosten. Natürlich, diese Suppe ist ja noch sehr heiß. Jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie es schmecken wird. Herrlich. Diese Säure, diese wunderbare Säure von diesen frischen Paradeisern, einfach herrlich. Was noch dazu kommt, sie ist ein bisschen orange. Warum? Euch ist aufgefallen, über ein paar gelbe Paradeiser dazugeben. Ich habe verschiedene Sorten. Ich schaue da wirklich nicht drauf. Ich habe auch selber total verschiedene Paradeiser angebaut. Und die gebe ich einfach alle rein. Ich habe da keine spezielle Sorte und deswegen schmeckt es dann auch so gut. Das wäre es dann auch schon gewesen, meine Lieben. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch auch so schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Tschüss.